Pandemonium Time. Schon wieder? Schalten wir gleich weg. Fällt doch eh. Vielleicht. Das ist Stufe 45. Nein, ich habe noch keinen 45er Gear. Aber ich habe jetzt hier noch die Zusatzattribute. Die könnten mir noch gut helfen. Und ich habe einen 45er Dolch. Für mehr hat es nicht gereicht. Ich bin broke. Ich bin arm. Ich bin ruiniert. Das macht nichts. Ich bin guter Dinge. Ich schmeiße mir jetzt hier noch einen Pudding rein. Pack wie üblich meine Schlange aus. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Da ist sie. Gift auftragen. Habe ich schon. Hält noch 18 Minuten. So, Skills anpassen. So, die gute, alte, altbewährte Skillung, die ich jetzt das letzte Mal hatte. Stimmt das soweit? Jetzt nehmen wir entweder Outlaw. Wir nehmen Outlaw. Nochmal Cooldown-Check. 60 Sekunden. Und hier noch Quickly Evade reinpacken. So, jetzt erwarte ich aber, dass ich mindestens bis zum Boss komme, bei dem ich dann das Weiteste erreicht hatte. Mister, ich steck dir das scheiß Eis auf dich drauf und dann hast du 20 Stacks und wirst dann umgepumpt mit 1000 irgendwas. Ich habe zwar nur 1700er Tränke, aber wenn das jetzt vom Stat Boost her reicht, dann gleicht das aus. Legen wir los. Ich bin heiß drauf. Und jetzt gibt's keine Ausreden mehr. Ich habe den Stun noch drin, sehe ich gerade. Den packe ich danach raus. Das macht nix. So. Ah ja, an die Blutung sollte ich trotzdem mal denken. Wäre nicht schlecht. Also ich sollte schon kurz gucken, dass ich mich konzentriere. Man hat jetzt gerade gesehen, das habe ich bisher nie gesehen. Jetzt habe ich einen 6er Crit gehabt. 6k Crit. So, und das sieht natürlich schon mal weit besser aus. Aber ich will noch nicht laut schreien. Also das... Der richtige Test, der kommt natürlich erst bei... beim Wolf. Und bei Cassius. A.K.A. Kane. Von Legacy of Kane. So, Wario Tata. Hakuna Utata. Geht ja natürlich auch nochmal seine Packung. Und das Wichtigste ist halt einfach auch jetzt wirklich die Def, dass meine Defensivwerte ausreichen, damit ich einfach lange genug aushalte, um dann halt auch einfach mich auch heilen zu können und so Geschichten. Und dann nicht jedes Mal gleich umfliege wie so ein Stück Brot. Und ich dann halt eben auch einbroten kann. Das wünsche ich mir doch sehr. Und es wird auch einfach Zeit. Das ist wie so ein Fluch, Pandemonium. Na, ah, da habe ich mein stärksten Skill gerade verschwendet. Beim Hakuna Utata. Hallo, meine Freund. Er ist so stressig. Weil er nichts macht, nichts. Das ist wie ein sich bewegender Dummy. So, der greift auch schon mal ein guter Test. Stingray is waiting for you. So. Dann legen wir los. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt nicht übermütig werde. Und aber ich bin schon so froh einfach, dass hier jetzt endlich 45 ist. Weil halt, das ist schon etwas, was mich ein bisschen geschlaucht hat, weil es dann für mich dann schon so war, dass ich auch gesagt habe, okay, ich will sie halt auf 45 packen und das wird dann natürlich in einer gewissen Art und Weise, da legt man sich dann eine Pflicht auf und
ist dann vielleicht nicht ganz so frei, wie man eigentlich vielleicht gerne wäre. Wenn man dann sich aber so ein Pflichtbewusstsein schafft, wo man sich sagt, okay, warum ich hatte das jetzt vor, deshalb mache ich es jetzt. So, roll ich mal weg. Das erste Mal, dass ich mich habe heilen müssen. Aber heißt noch nichts. Also beim Wolf, das wird entscheiden eigentlich. Und auch hier, also jetzt hat mir jetzt schon einen kleinen Stich verpasst, weil jetzt hat er mir immer noch 1200 ausgezogen. Also nicht arg viel weniger als mit 44. Ich hoffe trotzdem, dass es jetzt beim Wolf reicht. Bei Arola. Ich echt gern tamen würde. Ist ja geil, wenn man es einfach tamen könnte, dann hätte man es geschafft. Fertig. Los geht's. Tag der Wahrheit ist angebrochen. Schön Blutung draufpacken. Schön Blutung draufpacken. Zeige ich schon mal. So lang wie möglich versuchen, jetzt über den 50% HP-Marke zu bleiben. Das war hier echt nicht so einfach ist. Ja, da sind wir nämlich schon bei 4900. So, nochmal Blutung draufpacken. Jetzt werde ich trotzdem mal kurz abhauen. Jetzt mal die Beine in die Hand nehmen. Weil ich will gucken, dass ich einfach HP-technisch ein bisschen besser unterwegs bin, dass ich da nicht so viel Stress habe mit ihr. Also für mich ist sie auch eine Sie. Vielleicht liegt es daran, dass es ein weißer Wolf ist, weiß der Geier. Dann wird auch wieder knapp. Auch wenn es sich jetzt ein bisschen besser anfühlt. Ja, es sollte zu schaffen sein jetzt. So. Ich dachte, ich hätte mich geheilt. Das ist ein bisschen, weil es nicht gescheit reagiert. Habe ich Glück gehabt, dass ich jetzt noch mich, dass ich noch ausweichen konnte. So, du darfst umfallen jetzt. So kurz vor knapp. So. So. Absorber Daten ist der Kombo. Sollte eigentlich relativ easy machbar sein. Und erst bei Cassius wird es wirklich knapp. Bei der Mantis gucken wir mal. Ja, und Schlange ist draußen. Hatte gerade kurz befürchtet, ich habe das irgendwie verpeilt. Ah, ein Bloodsuck hängen. Hat nicht geklappt. Normalerweise, wenn sie einen ins CC setzt, dann total nervig, weil das halt ewig dauert, dann bis man auch wieder rauskommt. Ah, schade. Mach der nächste, steh auf. Jetzt saugt sie wieder. Er hat sich da auch wieder um gut. Was sind das? Boah, war bestimmt gute 9000 oder so geheilt. Drecksviech. Komm, bau mal auf hier. So. Blutungsschaden nochmal drauf und dann gehe ich mal weg von ihr. Bevor sie wieder auf die Idee kommt, da an mir rumzusaugen. Rumzunuckeln. Mann, ich weiß auch gar nicht, wie ihre Animation aussieht, wenn sie dann anfängt mit ihrem Nuckelscheiß. Gut, jetzt kommt das Bloodsucking, aber sie hat mich eh nicht getroffen, von daher. Gib ihr einfach. Ohne weg. Hätte ich jetzt gelacht, wenn sie mich jetzt noch getroffen hätte. Das wäre gar nicht so ungewöhnlich gewesen, also überraschend wäre es nicht. Die. Flawless Victory. Naja, fast. Aber es flutscht natürlich weitaus besser. Und natürlich, wenn ich jetzt komplett 45er Gear hätte, ich habe ja nicht mal 41er Gear. Das Max, was ich habe, ist ein 47er.
Wobei, habe ich 43er noch? Nee, das sind nur 37er. Das Max ist 37er, was ich habe. Dann wäre das natürlich was ganz anderes, aber trotzdem. So, CD noch abwarten. Let's go. Und weiter nicht. Ich rechne nicht unbedingt damit, dass ich das jetzt durchschaffe, weil ich vor allem sowieso später bei dem Boss dann nach dem Stack-A-Lack Eismeiern das dann sowieso nicht kenne. Ich kenne die Mechaniken dann später nicht. Aber ja, es ist schon mal schön, einfach, dass das nicht mehr so ganz glücksabhängig ist, wie ich das vorher hatte. Weil das ist dann halt schon zermürbend. Und ja, das mag natürlich keiner. Deswegen. Ja, bin ich dann ein bisschen entspannter. Eins, zwei, drei. Ja. Ich sollte vielleicht nicht so spät anfangen mit dem Zählen, dann klappt es auch mit der Mantis. Aber ich gehe weiterhin auch noch auf den Shadowcut Passivbonus mit der Evasion plus 50% Chance. Das ist immer, wenn ich eben halt eben die 5 Todesruhen drauf habe, dann. Wieder nicht gereicht. Und dann bin ich immer zu spät, um diesen Reaction Skill zu nutzen, der auf T dann prockt. Weil ich halt einfach. Irgendwie, es reicht nicht. Also auch wenn es angezeigt wird noch, es reicht dann nicht mehr. Das ist dann irgendwie so, als ob, obwohl noch keine Animation da ist, dass sie aussteht. Als ob sie halt einfach nicht quasi nicht mehr in diesem umgeworfen Status wäre. Eins, zwei, drei. So. Und ich freue mich schon. Ich freue mich so sehr, wenn ich mit meiner Hunter da mal hier hinkomme. Dann heißt es gute Nacht. Dann ist es nämlich nur noch Mechanik. Natürlich auch Konzentration, aber es ist bei weitem nicht das gleiche. Also. Viele unterschätzen das, viele machen natürlich auch Witze, das ist auch okay, ich bin gerne im Zentrum des Humors, aber es ist halt dann schon ein bisschen leidig, wenn man dann weiß, so hey Leute, dann, ihr habt die Assassini noch gar nicht gespielt, spielt sie doch einfach mal. Es kratzt auch nicht an meinem Ego, das ist mir wurscht, aber ich glaube, es wird ein bisschen unterschätzt, wie schwach die Assassinin ist. Vor allem im Vergleich, wenn man halt einfach mal sich eine Mage oder eine Ranger nimmt. Das ist ein Riesenunterschied. Also vor allem der Schadensoutput. Schaden ist halt Zeit. Und in der Zeit, wenn ich in der kurzen Zeit einen Boss down kriege, dann brauche ich mir auch nicht so viel Sorgen machen, dass meine Defense nicht so gut ist. So, Cassius. Wir warten noch auf Acrobatics. And please wait. Do not shut down the Let's Play. So, let's go. Der wird jetzt lustig. Das wird jetzt auf jeden Fall nochmal so ein guter Test werden. Und das wird auf jeden Fall jetzt auch haarig. Und danach gucken wir mal. Ich werde es auf jeden Fall schauen, es anders machen als das letzte Mal. So weitaus mehr Schaden zu machen, nicht so weit wegzurennen. Und dann irgendwie gucken, wie ich die kritische Phase überwinde. Was machst denn du? Das ist nicht schön. Das ist nicht überhaupt nicht schön. Erstmal hier raus. Dann nervig mit diesen Augen. So. Bin ein bisschen knapp, aber hat ein bisschen weniger, weitaus weniger HP als in den letzten Tries, die ich hatte gegen ihn. Deswegen sollte das eigentlich reichen, wenn ich nicht allzu viel Pech habe. Schon. Ich hasse diese Auren. Total nervig. So. Und ich habe auch das Gefühl, dass sie nicht verschwinden, als ob sie irgendwie ewig am Start sind. So, komm mal her. So, das nochmal zünden, das hier raus. 2064. Jetzt haben wir gleich die Heilung und das dürfte jetzt eigentlich sein Tod sein.
Stirb! Ah, ihr glaubt gar nicht, wie gut das tut, jetzt auch Cassius fallen zu sehen. So, die Black Sun Wagesi, da muss ich jetzt aufpassen. Und ab jetzt gilt es im Grunde genommen hier, ich habe bei ihr ein bisschen Plan über die Mechanik. Ich weiß auch noch gar nicht, ob sie Enrage geht in irgendeiner Art und Weise. Aber ich weiß schon mal Bescheid, was die Stacks angeht. Aber ich weiß dann nicht, was sie tut, wenn ich weg bin. Ich bin nämlich das letzte Mal, als ich bei ihr war, nämlich das einzige Mal, nur an ihrem Arsch geklebt. So, wir warten jetzt noch auf die Cooldowns. So lange tanzen wir. Das ist der Tanz des Glückes. Nicht des Beglückens. Das ist ein Riesenunterschied. Den Tanz des Beglückens, den gibt es nur bei den schlüpfrigen Livestreams auf Twitch. So. Black Sun Wagesi, nicht zu verwechseln mit Khaleesi. Dann wäre es doch der Tanz des Beglückens. Auf geht's. So. Ich weiß auch gar nicht. Na gut, ich muss nur aus dem Strahl, glaube ich, draußen sein. Wobei, jetzt habe ich schon einen Stack. Wir machen ein bisschen macht sie mir Angst. Ja, jetzt habe ich schon zwei Stacks. Ja, das ist ein bisschen, was ist das? Das ist ein bisschen wie Dingsbums. Ja, ist. Seilspringen. Autsch. Jetzt habe ich schon 7 Stacks. Böse. Finde ich nicht gut, was du da machst. Finde ich nicht gut. So, ein Stack habe ich. Na gut, wenn das jetzt so die ganze Zeit ihre Strategie ist, kann man das natürlich machen. Wobei, jetzt habe ich noch wieder 6 Stacks. Natürlich auch unschön. Aber gefällt mir. Ist eine interessante Mechanik auf jeden Fall. Aber wenn ich jetzt, wenn es jetzt sehr knapp wird. So, also mal die Death hochbringen. Ich weiß gar nicht, muss das mal an sie rankommen. Das ist halt auch ein Nachteil für sie jetzt als Melee natürlich. Als Main spiele ich jetzt einfach weiter bomben und gut ist. 14 Stacks habe ich. Oh, falle ich trotzdem um. Also habe ich irgendwas nicht gecheckt. Schade, aber ist schon mal ein Riesenunterschied. Da muss ich jetzt lernen, wie kriege ich die Stacks los. Das werde ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Aber das lief natürlich schon mal sehr, sehr gut. Riesenunterschied, also ich mache mir jetzt auch keine Sorgen mehr, wieder so weit zu kommen das nächste Mal. Und ja, bin auch sehr, sehr froh. Assassine ist jetzt endlich auf 45, sie ist weitaus stärker. Hat jetzt auch 2k HP mehr, was ja sehr viel ausmacht. Und werde gucken, dass ich jetzt ihr noch ein bisschen mehr Gold besorge. Wenn ich Glück habe, verkaufen sich jetzt noch ein paar der Items im Auktionshaus. Und die Ranger wird auch ihr Übriges tun, die ich jetzt dann primär leveln werde. Dass ich dann der Assassinin auch das Gear besorgen kann, was sie braucht. Sobald sie dann genügend Heiltränke hat wieder. Da fehlen jetzt gerade Dalpul ein bisschen, das werde ich aber auch noch besorgen. Dann werde ich auch mich wieder für Nigraturis und Co. anmelden. Und ja, das war auf jeden Fall eine schöne Runde Pandemonium diesmal. Und es ist sehr beruhigend, dass das so gut läuft auf der Stufe. Und ich bin mir sicher, es ist nur eine Frage der Zeit. Ich gucke mir jetzt die Mechanik noch an von dem Kollegen hier. Werde mir auch die Mechaniken der anderen angucken. Das mache ich am besten bei Flow Gaming. Das ist auch ein Kanal, den ihr am besten euch auch reinzieht. Bei Interesse. Der Flow ist mittlerweile ein guter Buddy von mir, Bless Buddy. Und er macht sehr viele Inhalte, die ich jetzt nicht unbedingt so konkret zeige. Und das ist eigentlich, glaube ich, ein ganz gutes Yin-Yang-Verhältnis. Wenn ihr bei mir viel guckt, lohnt sich für euch vielleicht auch beim Flow nachzuschauen, weil er viele Dinge macht, die ich nicht mache. Zum Beispiel viel PvP und sowas. Und ja, schaut da mal nach. Ihr findet ihn rechts bei den befreundeten Kanälen. Ich bin erstmal draußen und sage Sayonara.